Und er sagt es trotzdem. Mhm. Er sagt dieses Wort einfach trotzdem. Und das, man kann es sich nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt. Keine 5 oder 15 Sekunden kommen die Bullen angefahren. Mhm. Kommen einfach die Bullen angefahren. Mhm. Und jedes Mal, wenn es klingelt, ich zuck auf, sind das die Bullen, wollen die irgendwas von mir, obwohl ich nichts zu schulden habe. Es gibt kein N-Word-Pass. Ekelhaft, das ist einfach, ich finde das absolut ekelhaft. Ich könnte auch kotzen, ich krieg Gänsehaut. Wir müssen jetzt alle an einen Strang ziehen. Was geht ab, meine Freunde? Was geht? Ich hoffe, euch geht's allen gut, Mann. Ich habe ja gestern schon gesagt, beziehungsweise wir hatten ja gestern, glaube ich, einen ganz langen Talk darüber. Wir haben uns gestern so, wie lange haben wir uns unterhalten mit allen Leuten im Chat? So 2,5, 1,5 Stunden bestimmt. Okay. Über diese ganze Geschichte, die gerade abgeht und so. Da du ein sehr, sehr guter Homie von mir bist. Übrigens, das hier zu meiner Linken ist der gute Lando. Was Helen, ich bin Space Lord Lando. Rapper aus Köln. Du warst, glaube ich, sogar bei Team Video teilweise. Ja, Mann, bei 1000 Mal Cooler Gang. Richtig. Shoutout genau, G, genau. Shoutout Moco Brick, Shoutout an alle anderen. Euch auf jeden Fall unbedingt reinziehen auf Spotify. Für die Leute, die das Video maybe sehen, Link ist in der Videobeschreibung natürlich der Hit, der gerade am Anfang lief, Big Smoke, auch von ihm. Extrem supportenswerter Künstler. Aber wir reden heute tatsächlich gar nicht so sehr über deine Kunst. Sondern glaube ich über ein. Wobei, ich glaube, ein Stück weit wird es ja auch in deiner Kunst ausgedrückt, tatsächlich. So. Schon, ich habe ein paar Tracks gemacht, da habe ich das auf jeden Fall thematisiert. Und die sind aber leider noch nicht draußen. Und wenn, das sind, glaube ich, immer nur so Passagen, wo das angepiekt wird. Ja, und dann. Ich tauche die Leute mit dem Fuß ins kleine Wasser und dann schauen wir mal, wie die damit klarkommen, wie die da reindunken. Du bist auf jeden Fall ziemlich locker damit, dass man da so mit dir drüber talken kann und so. Ja, man muss darüber talken, weil ich glaube auch, die Leute, wo hier zuschauen, haben teilweise keine Ahnung, wie ernst das Problem das ist. Sie sehen das auf Instagram, in den Social Media Seiten und alles. Und gestern haben keine Leute Schwarzbild gepostet. Aber wieso das passiert ist, ich will einfach nicht, dass das in der Woche wieder vergessen ist oder in einem Monat wieder vergessen ist, sondern dass man da vielleicht sich unterhält drüber. Und Ja, ich finde es erstmal saugeil, dass du dir Zeit genommen hast dafür, Digi. Vielen, vielen Dank, Mann. Oh, Bro, für dich immer, ich schwöre. Wir haben uns gestern, wie gesagt, so ein bisschen über das Thema unterhalten. Auslöser dafür war das Video von Stay, was ich ja soweit auch verstehe und so und auch gesagt habe, dass das gar nicht so verkehrt ist, was er da sagt, dass ich ein Stück weit seine Haltung nachvollziehen kann. Ich denke mal, ihr werdet alle mitbekommen haben, was halt momentan in den USA so abgeht. Man kommt gar nicht darum herum, das zu sehen. Das ist wie es sein muss und bin froh, dass es auch gerade so ist. Ich habe heute einen Counter-Hashtag gesehen. Was war das? White Lives Matter oder so? What the f? Das ist halt genau das Ding. Es wird ja auch nicht gesagt bei Black Lives Matter, dass die anderen Leben nicht werden. Weißt du, das entkräftet ja nichts. Das ist halt voll schwachsinnig. Worüber wir heute erstmal talken können, ist so ein bisschen, was Leute sich gestern gar nicht vorstellen konnten. Und was ich auch voll krass selber gemerkt habe, bis die Bubble bei einem selber poppt. Ja. Und auch anhand dessen, was Leute mir unter die Posts geschrieben haben und so auf Twitter und so. Bro. Von wegen, ja okay, ist ja nice, aber das ist ein USA-Problem und sowas, weißt du? Das ist ein komplettes Problem, das betrifft alle so. Wir sind alle eins. Bro, du wohnst von mir keine Ahnung wie viele Kilometer weg, du hast ein Problem. Das ist auch mein Problem. Ich komm vorbei, ich löse mit dir dein Problem. Es ist halt ein Solidaritätsding. Auf jeden so. Und ich glaube, viele Leute verkennen halt auch, dass in Deutschland immer noch ein ziemlich krasses Thema ist. Also ich glaube, gerade sowas wie so Thematik Alltagsrassismus und sowas, merkt man halt schon immer noch heavy. Alter, was da für Geschichten vorkommen. Ich komme auch noch aus dem Dorf, gerade vom Wald. Und ich bin dir ehrlich, von der Gegend, wo ich kam, das war so wie ein Berg, konnte man sich vorstellen. Mhm. Und nur dort oben gab es mich, meine Homies. Wir waren so eine kleine Clique. Und um diesen Berg herum nur Rechtsradikale. Wir hatten auf dem Weg zur Schule damit Probleme. Wir hatten dort damit Probleme. Und es wurde nie thematisiert. Es wurde nie in der Schule gefragt, woran liegt's? Was ist es? Warum seht ihr so aus nach der Pause? Warum seht ihr so aus nach der Schule? Genau das ja das grundlegende Problem ist. So, wir halt als White People, wir kriegen das gar nicht mit. Weil wir noch nie diesen Rassismus, diese Schikane durch Polizisten, Servicekräfte, im Restaurant, also so alles, das habe ich nie erfahren in meinem Leben, weißt du? Das ist halt genau das. Ich glaube, es ist auch wichtig, dich ja selber zu educaten. Halt. Ich und Khalil waren mal in der Unimauer. Wir hatten eine Box an, da lief Travis Scott, Dark Knight Omo oder keine Ahnung, Dumo, wie keine Ahnung, wie der Track heißt. Und da wird ein paar Mal das N-Wort gesagt und da war so ein Wild-Ass-Dude dabei, der dachte sich, er rappt diesen ganzen Text mit. Und auf einmal, ich und Khalil gucken ihn an, weil wir wussten, diese Stelle kommt jetzt. Wir gucken ihn an. Und er sagt es trotzdem. Mhm. Er sagt dieses Wort einfach trotzdem. Und wir wollten jetzt nicht die Typen sein, die so, oh, das sind diese zwei schwarzen Typen, die haben jetzt einen weißen kleinen Jungen zusammengeschlagen, weil die diese Scheiße gesagt haben, sondern die haben gesagt, ey, Bro, so nicht, Alter, geh weg. Wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Er weiß es halt nicht besser. Er weiß es gar nicht und er wollte es auch gar nicht einsehen, weil es für ihn einfach so ungreifbar war. Es war für ihn, es ist passiert da, es ist alles nicht in Deutschland, es ist für mich nicht relevant, weißt du? Ich kann ihn das deswegen auch nicht so übel nehmen, teils, weißt du, was ich meine? Weil er
weil er nicht mehr die Hälfte von diesem Schmerz versteht, der ausgelöst wird, wenn du als weiße privilegierte Person zu einem Schwarzen das N-Wort sagst. Mhm. Nichts kann dir als weißen Menschen denselben Schmerz geben, den das auslöst. So. Ja, und vor allem in der Öffentlichkeit. Du kannst nichts sagen. Was willst du machen? Willst du Terrain machen, damit du allen Klischees entsprichst, die Leute dir gegenüber sowieso schon haben? Ich fühle voll, was du meinst, weil wenn du dann quasi sagen würdest, yo, Bro, das geht nicht, oder du maybe sogar dann emotional aggressiv oder sowas reagierst, was absolut nachvollziehbar ist. Ah, dann typische Hin-Verhalten. Ja, so so habe ich dich auch sowieso eingeschätzt. Ja, richtig, richtig. Du hast mich eingeschätzt. Ich bin ein Individuum, ich bin so, wie ich bin, weil ich einfach ein Mensch bin. Weißt du, was ich meine? Mal, ich habe meine eigenen Energien, meine eigenen Stimme. Ich schreibe gerade einmal, das N-Wort mitrappen ist nichts Schlimmes, solange man es nicht zu jemandem sagt. Oh, f*** that. Natürlich ist das schlimm, Alter. Sag's doch einfach nicht, was ist denn das ist einfach nur ein Lied, das ist nicht deine Nationalhymne, du musst nicht das... Lass es einfach aus. Kennt ihr Uwe Baldner? Der Typ rappt 1000 Lieder von Schwarz mit, der hat noch nicht einmal das N-Wort gesagt. Und lässt sie halt einfach aus. Ja, der richtig, Typ hat richtig, über 300 richtig. Beiträge, wo der Tracks Dingen, singt von Schwarzen, nicht einmal N-Wort. Was ist das? Vor allen Dingen ist halt genau das Ding, was jetzt gerade hier, was jetzt gerade diese eine Person geschrieben hat, ist ja genau das Problem. Dass ein Weißer sich rausnimmt zu sagen, hey, das ist doch gar kein Problem. Ja. Aber es ist ein Problem für dich nicht, aber es ist ein Problem für die Leute, die betroffen sind. Du darfst darüber gar nicht entscheiden, ob es ein Problem so, ist. Ich wünschte mir so, die Leute, die mit so einem Eifer dahinter stehen, das N-Wort sagen zu dürfen, mit den selben Elan, wie die sagen, ey, ich will das N-Wort sagen, sollten die uns auch beschützen, sollten die uns auch in Verteidigung nehmen, sollten die für uns da sein, weißt du? Mhm. Und keine Ahnung, was los ist. Das ist ja auch das Problem, dass dieses Wort ja eine lange, krasse Historie hat. Es hat ja eine lange, lange rassistische Geschichte halt mit einer unendlichen Leidensgeschichte von sehr, sehr vielen Menschen, die wirklich unter diesem Kolonialismus und dem Sklavenhandel und allem halt gelitten haben. Es hat sich ja wirklich so entwickelt, ne? Ja, auf jeden Fall. Und viele Leute blenden das halt einfach aus. Weißt du, für viele Leute ist das ein normales Wort im normalen Sprachgebrauch. Für manche Leute ist es einfach eine Bezeichnung. Ja, das ist so einer. Und an alle Leute, ich bin kein Obama-Fan. Ich mag einfach nur die Kappe. Mir ist Obama scheißegal. Nur die Kappe finde ich nice. Ich glaube, das ist halt so der Chor des Ganzen, weißt du? Dass man halt gar nicht checkt, dass das selber für einen vielleicht gar nicht viel bedeutet, aber für die Person, zu der man das sagt, ist genau wie das Wort Kanacke. Genau so. Das ist halt genau das Gleiche, weißt du? Das sind Wörter, die stechen in einem drinne. Richtig, weil das Wörter sind, die immer in einem abfälligen Kontext benutzt werden und diese Personen haben immer dadurch Ablehnung, Diskriminierung oder halt vielleicht sogar Gewalt im Zusammenhang dieser Wörter erlebt. So, das ist halt einfach eine Geschichte, die dahinter steht, weißt du? Aber das Problem ist, wie gesagt, auch, das muss ich halt auch aus meiner eigenen Erfahrung so sagen, man kriegt es halt wirklich selber fast nicht mit, weißt du? Wie wollt ihr auch? Ihr kriegt nicht dieselben Blicke wie wir, wenn wir in einen Laden betreten, wie wenn Khalil ins Backwerk geht und die Frau so komisch anguckt und weiß jetzt nicht, wie rede ich mit der, weil die ihn schon komplett ausgemustert hat, denkt vielleicht, dass der klaut oder sonst was. Man kann es sich nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt. Weißt du, was ich meine? Und jetzt guck mal, wir haben halt jetzt den Fall, ein Polizist hat einen Mann, einen Afroamerikaner auf offener Straße quasi ermordet, hingerichtet. Ja? Yeah. Der hat den quasi einfach stranguliert, der ist gestorben. Ne? Geisteskrank. Aber das Ding ist ja, wenn du mal überlegst, dass es erst so weit kommen musste, dass sich dann erst wieder alle traurig, aufregen. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil dieser ständige Rassismus, dieser Altersrassismus ist ja durchgehend da, weißt du? Das Ding ist so, alle Leute tun so, als wäre das jetzt das erste Mal passiert, als wäre es jetzt das so, okay, dass es jetzt passiert, sondern nein. Ich und meine Brüder, wir fühlen das jeden Monat, wir fühlen das alle zwei Monate wird irgendein Bruder erschossen, erstochen, stranguliert, irgendwas. Und dann tun alle Leute so, als wäre es das erste Mal passiert. Was ist das, Alter? Jedes Mal muss es durch so einen Move erst den Leuten in Gedächtnis gerufen werden. Mhm. Warum? Bedeuten wir euch einfach weniger? Was haben wir euch getan? Ihr hört unsere ganze Musik. Denk mal, Travis Scott, Young Thug, alle nehmen ihre Musik offline. Was hört ihr? Denk mal, jeder Künstler macht nicht mehr das, wofür er bestimmt ist. Kein NBA-Spieler spielt gar nichts mehr, Spotify mehr von Travis Scott, gar nichts mehr. Was machen wir dann? Das ist halt genau das Ding, das verkennen da doch super viele Leute. Ja, weißt du, was für ein unglaublicher kultureller Mehrwert das alles mit sich bringt? Und Leute nutzen das halt, identifizieren sich so, kleiden so, reden so, weißt du? Ihr seid immer wieder Trendsetter bei diesen ganzen Themen. So, ihr habt komplette Musikgenres einfach rasiert, geprägt, weißt du? Jazz, Hip-Hop, Soul, das kommt alles aus der Black Community. Ja. Und wir Weißen sind Nutznießer, geben uns das gerne rein, aber sobald es halt darum geht, quasi zu sagen, hey, ich möchte diesen Leuten ein Mindestmaß, also wirklich nicht mal den gleichen Respekt, sondern es ist ja eine riesige Diskrepanz, weißt du, was ich meine, zwischen dem Respekt, dieses Mindestmaß an Respekt zollen, dann sagen wir,
I'm out. So, weißt du, ich genieße gerne. Ich verstehe nicht. Ich nutze die Musik und alles und so weiter und so fort. Lass mich inspirieren und so. Aber sobald es darum geht, für die Rechte dieser Leute einzustellen, hell na, ich bin raus. Man denkt halt immer in seinem Privileg, das gibt's hier gar nicht, das existiert hier gar nicht. Ja, dabei gibt's das. Ey, ich war 13 Jahre alt mit meinem Freund Izet. Shoutout Izet, hoffentlich schaust du das. Wenn nicht, guck dir das irgendwann YouTube an. Du weißt doch, wenn das in einem Dorf ist, man kennt alle Autos, klar, die da lang fahren. Und als kleiner Junge noch mehr liebt man diese geilen Sportwagen. Und dann sind wir da hingegangen, wir gucken uns das an, wir schauen nice, so ein Toyota, so oder ein Skyliner, keine Ahnung, wie Need for Speed sah das aus. Und wir schauen uns an, keine 5 oder 15 Sekunden, kommen die Bullen angefahren. Was macht ihr da? Was soll das da? Was ist los? Und wir waren einfach kleine Boys, haben uns den Spoiler angeguckt, haben uns angesehen, wie nice tiefer gelegt war, statt zu schauen, ey, dieses Wagen entspricht scheinbar echt nicht, muss mal zum TÜV oder so. Ja, sagen die, ey, yo, kleine Jungs, kleiner Türke, kleiner Kwame, kleiner Lando, geh mal weg von dem Auto. Und dann, um diese Situation zu entschärfen, haben die uns gefragt, was ist die Hauptstadt von Köln? Und da war ich echt so, nein, Mann, darauf gebe ich euch nicht nochmal eine Antwort. Weißt du, wie ich meine? Ganz schnell verspielen, dass dieses Ding gerade im Raum stand. Und dann, nee, Mann. So oft witzig dann, ne? Ganz oft witzig dann so. Unangenehm. Weil das ist ja das Problem, dann fällt es ihnen halt selber auf. Und dann schämt man sich. Das ist der unangenehmste Moment. Natürlich schämt man sich zurecht. Normal. Aber dann halt nicht die Eier in der Hose zu haben, sich zu entschuldigen, weißt du? Ist das denn so ein Ding, dass du so Polizeigewalt und sowas in Deutschland gegenüber, sag ich mal, Leuten mit Migrationshintergrund, gerade Schwarzen, halt ein Problem ist? Ist das wirklich so krass? Bro, ich sag dir, wo ich gewohnt habe, wie gesagt, da waren viele Rechtsradikale, viele Brüder von mir und sonst eigentlich nur Deutsche so. Mhm. Und jede Kirmes war dann irgendwie wie so ein Schlachtfest, wie Gallien war das, wie Asterix und Obelix. Und irgendwann ging es dann halt immer los so. Ich war unschuldig, ey, jeder soll mich anschauen, ich bin unschuldig. Und jedes Mal, Kabelbinder, Lando, weg, mhm. Platzverbot, bis zum Abend. Ich war um die Ecke, hab das weggemacht und dann war ich wieder da, das war scheißegal. Aber ich dachte mir, wieso immer ich? Mhm. Ich konnte das noch nicht hinterfragen, ich war noch nicht so, was geht, wieso soll nur ich gehen? Wieso soll mein Homie der nicht gehen? Wieso soll der als Clown nicht verkleidet gehen? Wieso soll der als Dings nicht verkleidet gehen? Wieso muss nur ich gehen? Ich bin nicht mal alkoholisiert gewesen, okay, ich hab vielleicht gesmoked so, aber warum muss ich gehen? Warst du da? Bro, da war ich, glaube ich, 14, 15 so. Krass. Aber es war jedes Jahr so. Das war 3-4 Jahre. Crazy, oder? Immer und das ist ja das Problem. Genau das ist ja das Ding. So, ich glaube, das ist halt unglaublich schwierig, wenn man das ständig halt erfährt. Ja. Aber man erst irgendwann selber zur Realisation kommt, warum das so ist. Man denkt immer, ey, habe ich einfach immer Pech? Was ist denn los? Bis dann halt irgendwann nicht, das merkt man ja auch irgendwann, weißt du? Irgendwann checkt man ja, was abgeht. Und die anderen, während die so eine schöne Zeit auf dem Riesenrad haben, sich einen Kann des Apfel reinziehen, müssen wir darauf achten, dass die Polizei nicht darunter rennt und mich verhaftet. Weißt du, was ich meine? Weißt du, wie paranoia ich hab? Du kannst jeder meiner Freunde fragen, wenn es klingelt. Ich zuck auf, sind das die Bullen? Wollen die irgendwas von mir? Obwohl ich nichts zu schulden habe, weißt du? Ich bin gestanden, aber nichts kann mir passieren. Ja, safe. Aber ich weiß nicht, was passiert, weißt du, was ich meine? Wir waren mal am Brüsseler Platz so und jeder, der dort war, der weiß, dass man das kann man Bier trinken morgen und alles ist gut so. Ja, safe riecht immer geistkranker Gras. Ich liebe den Place. 6:6 soll bloß wieder aufmachen. Merkel macht Brüsseler frei. Merkel macht und Shisha auf. Merkel Shisha auf und Brüsseler frei. Und Reinecke auf. Auf jeden Fall, wir waren da, hatten so ein Dubi geraucht. Und auf einmal, ich habe einen Polizisten gesehen, er kam von vor mir und mit so Taschenlampe auf mich rum, auf einmal von links einer, rechts einer, komplett, so, es waren 8 Stück, die mich so umkesselt haben mit Taschenlampe auf mich aus, komplett taschenleer, alles leer und ich sehe nur einen, ich frag so, ey, ich bin ehrlich, mir soll einer ins Gesicht sagen, dass der so ein krasser Typ bleibt, wenn 8 mit so bepackten Ausrüstungen so frech bleibt zu den Polizisten. Keiner, Digga. Soll mir einer sagen, okay, aber... Ich war so, ey, was geht? Wir haben hier nichts gemacht, wir wollten so rauchen, alles gut, so. Und ein Typ einfach sagt mir, ah, nee, das war ja doch nicht, der passt nicht ins Bild. So, dann habe ich so gefragt, was war denn das Bild? Er meinte, ja, dunkelhäutig und rotes T-Shirt. Und ich war so, krass, wollt ihr jetzt hier jeden Dunkelhäutigen mit einem roten T-Shirt in so eine Position bringen wie mich? In so ein, weißt du, was ich meine? Was ist das? Vor allem halt auch dann direkt mit 8 Leuten. Mit 8 Leuten, ich habe keinem was getan, so, wir wollten nur eine gute Zeit haben. Keine Ahnung, in der Schule, das ist halt auch schon so, in der Schule kriegst du nichts mit, du wirst einfach in deine Gruppen geworfen, du sollst da, überleb deine 10 Jahre, finde da deine Freunde, statt,
Hast du einmal in der Schule irgendwas über Toleranz, Gleichberechtigung oder sonst was gehört? Nein, das ist auch so ein richtig großes Problem, sehe ich. Schau mal, wir in Deutschland, was wir geschichtlich durchkauen, ist europäische Geschichte. Nichts über Kolonialgeschichte, gar nichts, Digga, gar nichts. Was wir Europäer in anderen Ländern angerichtet haben für geisteskranke Sachen, wird gar nicht thematisiert. Bro. Dann kauen wir, weil wir Deutschen uns denken, wir müssten das aufarbeiten immer noch, was natürlich, diese Aufarbeitung findet immer noch statt, wirklich 2,5 Jahre lang die gesamte Zeit des NS-Regimes durch. Wirklich diese komplette Zeit darauf hingehend, Weimarer Republik und alles. Und dann gibt es einen riesigen Sprung und das war's. Dann kommt Zusammenschluss Deutschland, das war's. Ja. Alles, was aber an Rassismus weltweit dann passiert ist, Martin Luther King, nix, die ganzen Bewegungen, Friedens, nichts darüber war zumindest bei mir, vielleicht ist es jetzt anders, ihr seid näher dran, bei mir war das nicht Teil des Lehrplans, war es nicht. In der 12 hatten wir das erste Mal im Rahmen vom Englisch-LK, kam das so ein bisschen mit dran. Aber auch nur, weil unsere Lehrer sich, glaube ich, dafür eingesetzt hat. So früher war es bei mir wirklich gar nicht Teil des Lehrplans. Das einzige Mal, dass ich so über Rassismus was mitgekriegt habe, war einfach im Unterricht. Das war, glaube ich, auf so einer technischen Hochschule oder was es war. Ich war so über dizzy. Ich wollte einfach nur nach Hause, so wir hatten die 8. Stunde. Und ich war mit dem Kopf auf dem Tisch, mein Lehrer tritt mit seinen Stahlkappenschuhen unter den Tisch. Ich war so überwach, ich war so, boah, was soll das? Der so, Hinne machen, dein Stamm braucht seine Masken, weißt du? Digga. Und ich dachte mir so, was? Ich war so sauer, das Ding ist, ich kann meinen Lehrer nicht in die Fresse hauen. Ich hab geweint, ich bin einfach gegangen, so, keine Ahnung, weil das für irgendwelche Leute vor 60 Jahren in Ordnung war. Überleg mal, sowas sagt dir eine Lehrperson, eine Person, die dir was beibringen soll, die für dich eine Respektsperson darstellen soll, weißt du? Die sagen das einfach so aus der psychologischen Parts und man soll damit umgehen, weißt du? Ich war heute diese Geschichte erzählt, wo ich in der 3. Klasse war. Nee, erzähl. Ich war in der 3. Klasse, ich kam frisch auf diese Schule, da gab es so einen Jungen, ich weiß nicht, wie das heißt, der so ein Schnitt überhalb der Oberlippe, weißt du? Ich sag einfach mal, sorry, falls das einer hat, Hasenscharte. Ja, ja. Ich hab dem nichts getan, ich war so schüchtern, das war mein erster Tag an der Schule so. Und ich geh raus, komm nach der Pause wieder, hab mein Ding gemacht, hab Kakao getrunken, alles gut. Und meine Lehrerin sagt, Kwame, komm bitte raus. Ich geh raus und dann sagt die, ey, du hast gerade den Robin Hasenscharte genannt. Und ich war so, nein, das habe ich echt nicht gemacht. Ich war die ganze Zeit alleine, hab Kakao getrunken, ich hab so und so gemacht. Und die meint, wie würde es dir denn gefallen, wenn ich dich Neger nenne? Weißt du, wie das... Das war für mich echt einfach nur so ein Blitz, der so durch mich durchging. Ich war so, ey, du bist so eine Autoritätsperson, du sollst aus mich sowas formen und du stehst vor mir und sagst einfach das N-Wort, sag ich, dass ich es gesagt habe. Ne? Ja, ach, Digga, alles entspannt, so alles gut, keiner in dem Kontext. Leute, ich sag nie das N-Wort, egal wie deep ihr mit einem Freund aufgewachsen seid mit dunkler Hautfarbe, egal wie comfortable ihr mit euch mit dem führt. Es gibt doch nicht diesen N-Word-Pass, gibt's halt nicht. Es gibt keinen N-Word-Pass, wenn ihr das sagt. Ich verstehe nicht, woher der Drang aus eurem Inneren kommt, das sagen zu wollen. Da müsst ihr mal darüber nachdenken, so, was bringt mich jetzt dazu, dass ich das unbedingt sagen will? Findet ihr das so nice? Was hast du auch davon? Aber ich glaube, das ist wieder so zurück zum Ursprung, so genau das Kernproblem, weil viele Leute sich gar nicht bewusst sind, was für eine Tragweite dieses Wort hat, wo das herkommt und so, weißt du? Viel mehr Leute müssen sich damit beschäftigen, viel mehr Leute, auch wenn ihr den Stream hier geschaut habt, egal wie dumm das sich anhört, packt euch eure nächsten Kollegen, eure nächsten Freunde und redet einfach mal so mit denen darüber. Mhm. Über diese, ey yo, hast du erzählt, gesehen diese schwarzen Bilder auf Instagram, was weißt du dazu? Erzähl mal und dann soll jeder aus eurer Gruppe mal was dazu erzählen. Und dann erweitert ihr einfach mal euer Knowledge darüber und arrangiert euch ein bisschen. Es gibt so viele Spendenseiten, wo man solche Leute supporten kann oder sonst was. Es gibt so viele Wege, wie weiße, privilegierte Menschen einem so weit entfernten Problem noch unter die Arme greifen können. Lasst uns alle eins sein, lasst uns alle einfach Liebe teilen und dafür sorgen, dass es vielleicht in geraumer Zukunft einfach besser für uns alle ist. Wir haben so viel Spaß gehabt. Ey, wie war es vor 5 Monaten, 6 Monaten? Wir waren alle draußen feiern, wir haben zusammen getroffen, da hat es niemand hat irgendwas gemacht. Wir waren einfach eine Riesenfamilie. Naja, und jetzt fühlt es sich so an, als wäre so ein Keil dazwischen getrieben, weißt du? Ja. Wobei das ja schon immer da war. Der war schon immer da, dieser Keil wurde, glaube ich, eher, der war so, ey Leute, da ist der, ne? Und der muss einfach von uns allen entfernt werden. Ja. Der muss einfach von uns allen entfernt werden und keine Ahnung, das ist auf jeden Fall ein langer Weg und wir müssen alle mitmachen, mithelfen. Damit safe, bin ich voll hinter dir. Man ist also sich gar nicht bewusst, wie privilegiert man selber ist, wie gut man aufgewachsen ist, wie unbeschadet und so weiter und so fort, bis man halt dann selber mit sowas konfrontiert wird, face-to-face dabei, sodass ich einem wirklich aus dem nächsten Kreis erzählst. Und dann finde ich, ist spätestens der Zeitpunkt gekommen, wo man sich damit befassen muss.
Man muss sich damit befassen. Und dass es aber immer noch Leute gibt, die sich wirklich vehement dagegen erwehren und sagen, das ist eine Sache, die geht mich gar nichts an und die gibt es nicht, weil wenn ich wegschaue, existiert das nicht. Ja, Mann, wie Post im Briefkasten oder was? Genau, richtig, genau so. Wie so, weißt du, das ist wie eine Rechnung, die ist da. Ah. Und irgendwann musst du dich damit auseinandersetzen. Muss. Ja. Gibt nicht irgendwie später. Irgendwann stehen Leute vor der Tür. Bass. Deswegen, wir müssen jetzt alle an einen Strang ziehen. Das ist einfach so. Und ich finde es aber gut, das merkt man auf jeden Fall auch, dass das bei unserer Generation auf jeden Fall immer mehr zum Thema wird. Auf jeden Fall, das ist so wichtig. Weil wir, glaube ich, offener und multikultureller aufgewachsen sind als unsere. Und das ist ja auch kein Front an unsere Eltern. Niemals. Oder die Generation darüber. Viel, ganz andere Umstände, unter denen wir aufgewachsen sind. Ganz anders. Und deren Eltern noch, wie die geredet haben, aus der Nachkriegszeit, da blieb denen gar nichts anderes so über, weißt du, als so zu reden. Mein Homie, zum Beispiel, war früher mal mit seiner Oma unterwegs. Er hat noch einen Bruder, er ist auch black. Mhm. Und dann kamen immer so die Nachbarn, Omas, die haben so gesagt, ah, süße kleine N, weißt du, süße kleine N-Wörter habt ihr da aber. Und die Oma immer so, ja, aber das ist halt einfach so, weil sie, weißt du, was ich meine, das ist eine alte Oma, wer soll jetzt da hingehen und lass sie in Frieden. Merkst du ja auch, dass das von denen gar nicht böse wird. Gar im bösen Kontext. Es waren keine Rassisten, aber die wussten halt da auch wieder nicht, was heißt dieses Wort überhaupt? Kein Anhaltspunkt. Niemand, der denen gesagt hat, hey, yo, lass mal hinsetzen, lass mal darüber reden, dass man das vielleicht anders nennt, dass man da vielleicht anders mit umgeht, dass man da vielleicht ein bisschen empathischer ist, ein bisschen sensibler mit umgeht. Mhm. Aber nein, wir haben viel zu viel Fokus auf ganz, ganz andere Sachen gelegt, die, keine Ahnung, nicht verkehrt waren, aber oh, damn. Ja, es ist halt, also ich hoffe, dass es halt nicht mehr lange dauert, beziehungsweise dass halt jetzt diese ganzen Proteste halt zum Anlass genommen werden, dass es halt wirklich jetzt endlich mal nach diesen wirklich 500, 600 Jahren, 300 Jahre sind es ja sicherlich schon oder 400 Jahre, Leidensgeschichte, endlich mal Klick macht bei den Leuten. Mhm. Weißt du, was ich meine? So, ich habe gestern noch gelesen, da war irgendjemand, der hatte aus einer Bibliothek, glaube ich, aus dem Mittelalter irgendwas rezitiert. Ja. Der hat davon gesprochen, dass es damals sicherlich eine ungewöhnliche Sache gewesen ist, wenn ein Schwarzer, sage ich mal, Handel getrieben hat, aber es gab keinen Rassismus. Das waren auch Menschen, die Menschen wurden akzeptiert, bis wir Idioten irgendwann auf die Idee gekommen sind, zu sagen, das sind aber jetzt Menschen zweiter Klasse. Boah, und dann ging das erst los. Also das ist auch, sag ich mal, eine Erfindung quasi. Der eine Erfindung. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ja ein gesellschaftliches Konstrukt. Das hat sich nicht gebildet, sondern wir haben das quasi forciert. Ihr habt es erfunden. Fuck that. Genau so ein Kommentar, Digga. Dieses hier, eine Sache musst du lassen, du weißt, jeden Hype mitzureißen. Das ist auch so ein Ding, dass Leute sagen, es ist ein Hype. Das ist ja kein Hype, jetzt solidarisch zu sein. So, du, Digga, du kennst mich, du weißt, wie ich zu diesem Thema stehe. Der ist ein Vollidiot. Das ist halt so dumm und dann so, sag doch mal was für eine Reaktion, dass die, in Anführungsstrichen, Brüder, auch schon wieder durch die Anführungsstriche super, super abwertend, da drüben nach jeder solchen Sache eine Runde plündern gehen. Alles Nebensachen, Hauptsache Clips, Hype, ein Modewort, Rassismus raushauen. Bro, ich glaube, du gettest da wieder die Core-Message von dem Ganzen gar nicht. Nochmal, wir beide, du kannst doch selbst sagen, wir verurteilen, dass da geradet, gelootet und geplündert wird. Klar ist das Scheiße. Ist übel Scheiße. Aber man muss so sehen, da sterben Menschen, richtig. Da sterben Brüder, da sterben Familien, da wird Unrecht betrieben, da sind Polizisten, die auf Leute schießen, die uns darüber berichten sollen, dass was geht ab und das Einzige, was die Menschen, die das tun können, ist, guckt, die können nur einen Aufstand machen, was sollen wir machen, sollen die die Polizei rufen, wen sollen die anrufen? Ja. Denk mal, du, dein Vater wird erschossen, wen willst du anrufen? Mhm. Die Polizei, damit die dich noch erschießt? Ja. Was willst du hören, Alter? Und was für ein Hype, Alter? Was für ein Hype? Das ist doch kein Hype, wenn sich 1000 Millionen Menschen dafür einsetzen, dass es vielleicht ein bisschen mehr Gleichberechtigung in der Welt gibt. Weißt du was? Das ist kein Hype. Komm klar auf dein Leben. Was geht ab? Das meine ich halt. Das sind halt genau die Leute, die sich halt damit gar nicht auseinandersetzen möchten, die sich das halt diesen Dingen verschließen und sagen, geht mich gar nichts an. Und ich habe ja gesagt, Verachtung. Das Wort Verachtung war sehr hart gewählt so. Und viele Leute haben sich davon noch echt getriggert gefühlt und angegriffen gefühlt. Aber ich finde halt, dass es ein Stück weit immer noch, das hat auch Kim ganz gut gesagt, Privilege ist, sich nicht zu äußern. Weil wenn du halt nicht einen klaren Standpunkt beziehst, dann bist du zwar nicht automatisch ein Rassist, aber du nimmst zum Teil halt hin, dass es so ist. Weißt du, was ich meine? Ja, du akzeptierst es einfach. Und denkst, das passiert, interessiert mich nicht, berührt mich nicht, hab keinen emotionalen Schaden davon, nämlich kann nichts davon traumatisieren. Ich bin hier, kann noch schön zocken, kann noch was Schönes tweeten. Ja, richtig. Ja. Und klar, ich weiß auch selber, dass ich definitiv mit meinen Tweets und sowas hole ich keinen aus der rechten Bubble ab. Der sagt niemals. Nicht, dieser komische, seltsame Influencer, den ich gar nicht kenne, der hat ja recht. Aber ich glaube, es hat trotzdem einen positiven Impact auf Leute, die sich wirklich
damit noch nicht großartig befasst haben, die natürlich rein menschlich und human komplett dagegen sind, aber halt selber noch gar nicht so den Input davon haben, noch gar nicht den Blick darauf gelenkt haben und erst dann verstehen, durch ein Gespräch wie das hier oder halt auch durch Videos, Erfahrungsberichte und so weiter und so fort. Dass sie dann erst so anfangen zu denken, so, oh, richtig, da ist genau. Ja doch mehr im Gange, als ich überhaupt erst dachte durch diesen einen Instagram-Post. Ja, 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 ja. Dass die Leute da getriggert gefühlt haben durch das Wort Verachtung, kann ich verstehen. Es war hart gewählt, das Wort, aber auch ein Stück weit bewusst, damit halt drüber gesprochen wird, weißt du? Und es hat irgendwo funktioniert. Irgendwo so. Muss man das ankurbeln. Aber jetzt, du hast doch keinen damit wehgetan, was geht. Ja, richtig, richtig, richtig. Lass uns mal über das reden, so, was so im Alltag so abgeht. So, ich habe mit Kim darüber gesprochen. Ja. Und Kim ist meine Managerin, sehr gute Freundin von dir. Ja. Und Kim hat mir erzählt, gerade so in Restaurants und sowas passiert zwischendurch wirklich Shit, wo ich auch gesagt habe, ey, das kann nicht sein. Wo man halt denkt, ey, so guck mal, ihr seid Dienstleister, ihr wollt doch euer Geld verdienen. Wie könnt ihr so braindead sein und jemanden hier einfach nicht reinlassen wollen? Weißt du was? Oder solche Geschichten, ey, ne? So oft sind wir nicht in irgendwelche Clubs oder in Lokale reingekommen. Wir wollten nur sowas essen. Und dann meinen die heute nur mit Dresscode und dann haben wir die Leute angeschaut und das war kein Dresscode. Das Einzige, was ich gesehen habe, war, dass alle weiß waren. Weißt du, was ich meine? Ja. Einer war ein Schwarzkopf, einmal ich und noch ein Homie und wir waren so, was ist das Problem? Wir wollen einfach nur was essen, was trinken. So. Wir sind nicht hier, um irgendwie zu kämpfen oder so. Wir wollten mal ins CBE gehen. Wir wollten eine gute Zeit einfach feiern gehen. Ein Homie von Kali kam aus der Heimat. Wir wollten einfach nur ins CBE gehen. Er hat sich angestellt. Er war direkt hinter uns. Jeder kam rein. Ich kam rein. Ich hatte nur eine Jogginghose an. Ich sah richtig sehr flattert aus. Und zu ihm sagt er, halt du nicht. Ich war so, wieso halt du nicht? Was ist der Unterschied zwischen ihm und mir? Was denkst du, was könnte der Typ jetzt da drin machen? Aber alle Besoffenen lässt er rein. Kieferfaxen lässt er rein. Aber uns nicht, weil er Angst haben muss, dass wir irgendwen in diesem Club vielleicht angraben würden, belästigen würden oder was weiß ich dabei. Nein, wir sind die liebsten Typen, die es gibt. Wir wollen einfach nur unseren Spaß haben und den Abend genießen, aber dazu kommst halt nicht oft, weißt du, jetzt mittlerweile, aber so früher nie im Leben. Die Leute checken das nicht. Die Leute checken das nicht. Die sagen, ach, das gibt's nicht. Gibt's nicht, das ist einmalige Sache. Ja, das ist doch mal passiert. Man, jeder kommt mal nicht in den Club rein. Aber es geht darum erstmal, wie das einem gesagt wird und vor allen Dingen viel, viel wichtiger, dass das irgendwann fast schon zu einer Regel wird. Weißt du, was ich meine? Das ist so vollkommen normales irgendwann, weißt du, was ich meine? Ja. Ey, ein Homie von mir, an ihm fahren einfach regelmäßig Busse vorbei, weil er einfach black ist, weißt du? Die nehmen ihn nicht mal mit. Die nehmen ihn, also die wirklich fahren jetzt? Straight dran vorbei. Ich mein's wirklich ernst. Kommt er also am Dorf oder wie? Hört oder so. Ja, ich kenne mich nicht außerhalb von Köln aus. Auf jeden Fall, die Busse fahren einfach an ihm vorbei, straight, nehmen den Typen nicht mit, einfach weil er black ist, so. Das hat er so oft mitgemacht und ich denke einfach nur, was geht ab, Alter. Krass. Das kann man sich halt, das kann man sich gar nicht vorstellen, weißt du, was ich meine? Das kann man sich null vorstellen. Du bist draußen, reine Fuchs, feierst. Ja, richtig. Ihr macht euer Ding. Irgendwer kommt und gibt dir die Hand und sagt, ey, ich feier euch endvoll. Und dann denkst du dir, ey, du hast es gerade geschafft, dass ich 100% Spaß in 100% Zorn verwandelt habe. Was geht? Auch wenn du betrunken bist und was auch immer du hast, du kannst doch nicht einfach zu irgendwen, auch nicht, wenn es dein Freund ist, zu niemandem gehen und das N-Wort sagen. Ja, was bringt es dir? Denkst du, wir sind dann verbunden miteinander? Oder ich würde dir auf die Schulter klopfen und sagen, hey, voll funny, dass du gesagt hast. Und alle, die damit irgendwie damit sympathisieren, das Weiße, die das N-Wort nennen, was ist los mit euch? Habt ihr aufgehört, an euch zu glauben? Habt ihr aufgehört, irgendwie einfach Menschen zu sein? Denkt ihr einfach, yo, nennt mich so, ich nehme das mit. Ich habe aufgegeben. Was ich auch noch krass fand, das war heute ein Tweet, den ich gesehen habe. Da hat jemand geschrieben, dass sich sogar Leute darüber beschwert hätten, White Community. Sie haben natürlich dann ihr Instagram-Handle schwarz gehabt und sowas und haben auch Sachen geretweet und so und haben sich dann irgendwann low-key beschwert. Ich kriege ja gar keine Anerkennung, kein Dankeschön dafür. Wo ich mir denke, Digga, das machst du ja nicht, um jetzt hier irgendwie Lorbeeren einzuheimsen. So, ich war, als Kalim mir geschrieben hat, yo, Bro, vielen, vielen Dank, habe ich gesagt, ey, für mich Selbstverständlichkeit. Solidarität sollte eine selbstverständliche Sache sein und nicht, wo ich irgendwie ein Whitewashing machen soll. Ich meine, dass man halt noch erwartet, so, jetzt habe ich doch mal was gesagt, seid doch wenigstens dankbar dafür. Was sind meine Likes? Nein, hey. Ja, richtig, genau. Hey, was geht ab, Alter? Ja, ich auch so Bilder heute gesehen, da waren White People drauf. Eine Frau war auf dem Boden und sie hat sich so ihr Genick drücken lassen von einem weißen Mann und meinte, mein Mann wiegt irgendwie 111 Kilo und ich wieg nur 60 Kilo und er hat schon mit einiger Kraft gedrückt und ich lebe noch. Das lag daran, dass George Floyd auf Koks war, dass er sonst was war. Mhm. Und ich dachte, worum geht's da denn jetzt immer noch, Alter? Lass den Mann seine Ruhe. Was ist... Ich versteh's einfach nicht, Alter.
Das ist halt genau diese ekelhafte Arroganz, die mich wirklich daran so ankotzt, weißt du? Ja. Ekelhaft, das ist einfach, ich finde das schwör, absolut ekelhaft. Ich könnte auch ekelhaft, kotzen, ich krieg Gänsehaut. Dass diese Leute dann wirklich hingehen und wirklich versuchen, vehement zu verteidigen, dass diese ganze Geschichte nicht existent ist, dass sie sagen, ja, ist ja okay, ist ja gut, und dann kommt's an, dann fängt's an mit Whataboutism von wegen, ja, Black Lives Matter, schön und gut, aber was ist mit uns, was ist mit uns? Niemand hat gesagt, eure Leben sind nichts wert, und genauso ist es auch, wenn ich was teile und mir dann jemand da drunter kommt mit, aha, dafür sagst du jetzt was, aber gestern als in Somalia 20 Kinder enthauptet worden sind. Natürlich, Bro, das ist ultra scheiße. Aber kommt mir doch nicht mit Whataboutism, Alter, um die Aussagen, die ich aus Überzeugung sage, weil ich das wirklich, wirklich fühle. Weißt du, was ich meine? Dich, Alter. Kommt mir doch nicht damit und versucht das zu entkräften. Seid doch einfach cool und steht dahinter, wenn ihr das ähnlich seht. Ich schwöre, du kannst doch nicht anfangen, da einen Baum zu pflanzen, da kommt einer, ey, da fehlt aber noch ein Fluss, ey, da fehlt aber noch ein Sound, ja, richtig, ey, da fehlt aber noch das. Oder ey, interpretieren das dann über. Ja, ganz genau. Ich habe getweetet, ich habe als weißer Straight Man in Deutschland noch nie Rassismus erlebt. Und dann schreibt einer, aha, willst du sagen, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße? Und ich habe gesagt, Bro, das habe ich erstmal nicht gesagt, und zweitens ist die begriffliche Definition Rassismus gegenüber Weißen auch sehr schwierig. Bro, wenn, dann ist es Diskriminierung, weißt du, was ich meine? So, die Leute überinterpretieren das, pissen einem ans Bein, und das machen sie mit großer Freude, nur um sich dann selber nicht damit auseinandersetzen zu wollen. Weißt du, was ich meine? Und das kotzt mich so unendlich an. Diese Story vom Tulsa-Massaker kennst du. Eine Sache, die in Geschichtsbüchern nirgendwo erwähnt wird. Bro. Gar nicht, Digga, gar nicht. Und jetzt, nach über 100 Jahren, das war 1921 knapp, also von 99 Jahren gab es ein riesiges Massaker in Tulsa auf der sogenannten Black Wall Street. Das war eine Straße, thriving business. Schwarze hatten Friseursalons, Fahrradläden, Autohäuser, Versicherungsagenturen. Das war eine riesige Community. Und der fucking Ku Klux Klan ist da hingegangen, hat das Ding innerhalb von 3 Nächten zum Boden gebrannt. Hat Leute in Massengräber geschaufelt. Die lieben darauf, ne? Alter. Was und ist das? Das wurde nie aufgearbeitet bis heute. Und jetzt fängt man an, sich damit zu beschäftigen. Und es gibt Leute, die Hypocrisy, die wirklich, die so braindead sind und sagen, ja, das ist ja schon so lange her, was sollen wir uns denn damit befassen? Wo ich mir denke, Alter, was ist das für eine respektlose, dreckige Aussage? Das ist einfach nur eine egoistische Aussage. Ja, wirklich. Sehr viele Leute haben jetzt auch schon gefragt, Meinung dazu. Kann ich persönlich sagen, kann ich so an dich weiterleiten? Zeig mal Meinung, welche Meinung? Dass Schwarze das N-Wort benutzen. Schwarz, ey, wir sagen das N-Wort. Keiner kann uns das wegnehmen, Alter. Wir sind durch so ein Ding gegangen, Alter. Mhm. Wir sagen es quasi auferlegt bekommen. Wir haben es auferlegt bekommen. Wir wurden damit geknechtet. Wir wurden damit bestraft, okay, Alter. Wir haben das einzige Recht, das zu sagen. Kein anderer, kein Mexikaner, kein gar nichts, auch kein 6ix9ine. Was ist das denn? 6ix9ine sagt Nigger. Und so viele Menschen hören diesen Track, feiern ihn. Mhm. Was ist das? Ihr hört euch offensichtlich Musik an, wo weiße Leute Nigger sagen. Und ihr denkt euch, ja, Mann. Vergesst einfach, dass dahinter was steckt, dass dahinter Schmerz steckt, das Pain, das ist Vergangenheit, das ist History, wisst ihr, was ich meine? Und ihr sagt es einfach wie so ein Wort, wie ihr sagt es einfach so wie LOL, einfach so hinterher gesagt. Ja, richtig. Und dafür ist es halt einfach viel zu stark, viel zu historisch belastet, viel zu viel Leben und Leid, was daran gehangen hat, kannst du so einfach nicht droppen. Kann auf keinen Fall droppen. Ne? Ja. Bevor ihr alle heute schlafen geht, googelt es einfach, schaut, was da passiert ist. Es gibt so viele Dokumentationen auf Netflix. Ihr sitzt so oft zu Hause, wisst nicht, was ihr schauen wollt. Schaut euch einfach mal solche Dokumentationen wie I'm Not Your... Ich will diese Sachen nicht sagen. Schaut euch das einfach an. Ja, ja, ja. Schaut euch Filme über Malcolm X an. Schaut euch lest Bücher über Malcolm X. Schaut Martin Luther King, was hat der Typ gemacht? Guckt, was... Das ist alles nicht umsonst passiert. Fucking Rosa Parks, den ganzen Namen. Guckt euch das alles an. Das ist nicht so lange her, wie es aussieht, wie es scheint. Das ist auch nochmal ein ganz krasser Fakt. Das ist ein Augenschlag her, das ist so... In der menschlichen Geschichte ist das so. Ja, eigentlich schon. Das ist so wenig ein Zeit. Snap, Was ich gestern noch, tatsächlich, man lernt ja, je mehr man sich damit beschäftigt hat, immer mehr dazu. Ja. Diese ganzen Fotos, die zwischen 1950 und 1960 gerade bei den Riots, bei den ersten Demos entstanden sind, sind alle in schwarz-weiß. Ja. Aber die sind nachkoloriert. Es gibt diese Fotos in Farbe, die sind aber schwarz-weiß veröffentlicht worden, bewusst. Wieso? Damit suggeriert wird, das liegt schon so lange zurück. Das ist krass. Das ist eine krasse Metapher, die dahinter liegt. Es werden auch immer wieder bewusst von den Medien diese Schwarz-Weiß-Fotos halt teilweise genutzt. Aber man könnte das noch in Farbe und alten Shit haben. Es gibt diese Fotos teilweise in Farbe, aber es werden halt immer wieder diese Schwarz-Weiß-Fotos genutzt, um sich davon zeitlich zu distanzieren und zu suggerieren, es ist so viel länger her und heute stehen wir doch besser da. Und das ist nicht der Fall.
Weil das heutzutage passieren solche Sachen wie jetzt um George Floyd, heutzutage passieren immer noch... Das passiert alle zwei Monate, alle drei Monate. Und ein paar Leute tun so, als würde es dann das erste Mal in 10 Jahren passieren. Der Gipfel des Eisbergs. Ganz, ganz unten schwimmt ein riesiges Brett an Eis aus Altersrassismus, ständiger Diskriminierung, Benachteiligung beim Job, beim Ausgehen, bei so vielen Dingen, Mann. Alleine, dass ich Leute, nochmal, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber das ist krass, glaube ich, wenn du halt nachvollziehst, wie viele Blicke allein. Weißt du, was Blicke aussagen, ne? Ich weiß nicht, ob einer von euch das schon mal so erlebt hat. Ich konnte auf keine Geburtstage gehen, weil ich ja offensichtlich schwarz war. Ich konnte nicht mit rausgehen mit diesen Leuten, weil die komisch von mir gedacht haben. Ich war einfach so... Mit diesen drei Leuten, dessen Namen ich gerade aufgezählt habe, wir konnten nur was zusammen machen. Keiner wollte uns dabei haben, keiner wollte uns zu Hause haben, weil deren Eltern schon auf uns geguckt haben. Mhm. Und wie würde es denn aussehen, wenn deren Kinder mit uns abhängen? Weißt du, was ich meine? Das ist verrückt, oder? Ich verstehe einfach nicht, wieso die Menschen so hängen geblieben sind auf so etwas. Ja. Wir könnten einfach alle so eine nice Zeit haben, so viele schöne Zeiten. Aber heute sind wir an einem Punkt, wo sich dieser Sache keiner mehr verschließen kann. Wir wachsen alle mit dem Internet auf, aufgeklärt in multikulturellen Schulklassen, in multikulturellen Nachbarschaften. Mhm, heute kann ich beim besten Willen eigentlich nicht mehr nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich möchte mich damit nicht befassen. Ich habe doch keinen Zugriff darauf, weil es gibt durch das Internet sämtliche... Alle Informationen gibt es. Und es gibt genug Kanäle, es gibt genug Möglichkeiten, sich darüber zu informieren. Und ich finde es schwach, wenn man das nicht tut. Ich alleine würde mich schon viel, viel besser fühlen, wenn sich sehr viel mehr Menschen weiterentwickeln würden und vielleicht überlegen würden, was sie da machen. Ich hatte mal einen Arbeitsplatz so und die Menschen meinen so, ey, mach jetzt hinne. Sonst ärgerst du dich, bis du schwarz bist. Und dann, bist du ja schon, hahaha. Ha, ha. Okay, kann ein Joke sein, aber wenn du das 10-mal hörst, wenn du 10-mal Schokokrossi, halt dann denkst du irgendwann, bin ich dieser Schokokrossi, bin ich dieser Schicko-Dings, dieser Schokobon für dich oder bin ich Quame, bin ich dein Mitarbeiter, weißt du, was ich meine? Und so viele Leute, die dann da gearbeitet haben, für die war das dann einfach, das machen wir alle mit denen, der mag das, weil ich einfach nichts gesagt habe. Wenn ich dann was sage, dann muss ich vielleicht sogar noch Angst haben, dass ich gefeuert werde, weil ich ja so viel Terror mache, Stress mache. Ich wurde immer Nubischer Prinz genannt. Digga. Nubischer Prinz. Warum bin ich Nubischer Prinz? Ja, ja. Oder Prinz von Samunda wurde ich auch genannt. Ich meine, ich feiere Eddie Murphy, aber kein Grund, jetzt jeden Schwarzen als Eddie Murphy oder darzustempeln, auf Prinz von Samunda darzustempeln. Wohin führt das? Im Unterricht, vor allen Leuten, wisst ihr, was ich meine? Damit zeigt ihr, dass diese Schwelle von diesem Rassismus so leicht zu übertreten ist, weißt du, und ich als kleiner Junge kann nicht aufstehen und hoffen, dass alle mit mir aufstehen und sagen, hey, nein, das ist nicht in Ordnung, aber das müssten viel mehr machen, viel mehr müssen sagen, hey, nein, das kannst du nicht sagen, das kannst du nicht machen, hör auf so eine Scheiße, weißt du, das ist eine Autoritätsperson, du musst ja direkt, ach, fuck that, man. Findest du denn die Bezeichnung schwarz, das ist ja nicht diskriminierend, ne? Nee. Weil das ist nämlich auch ganz oft so, dass Leute sagen, ja, dann darfst du sie aber auch nicht schwarz nennen. Ah, also ich bin ehrlich, ich glaube, man müsste Kim anrufen so, ob man schwarz sagen darf. Kim oder Khalil, weil wenn mich einer schwarz nennt, ich werde lieber schwarz, als es sein Wort genannt, weißt du, was ich meine? Und wenn irgendjemand mich fragt, ob ich schwarz bin, dann sage ich scheinbar, Ja. Weiß nicht, ob ich dann maximal pigmentierter oder... Das ist halt POC, das Schlimmste ist, wenn einer mich POC nennt, das hört sich an, als wäre ich so ein Roboter. Hey, da hinten kommt unser Freund ein POC. Damit es so überkorrekt ist. So, ich denke so, what the fuck, Alter. Nee, man will nicht raus. Ich verstehe das dahinter, aber diese Abkürzung POC klingt halt einfacher, als wären wir. Ja. C3PO oder so. Aber kennst du noch an Karneval oder an der Kirmes diese Wägen, da stand Negerkuss, Negerkopf und Mohrenkopf konntest du kaufen. Und dann stand da überall diese schwarzen Kids drauf, da oben rechts schon. Auch so mit den dicken roten Lippen und keine. Ja, ganz genau. Was ja wirklich so krass ist, weil diese ursprüngliche Mohren-Stereotypisierung damals von 1920 kommt, die hat sich bis vor 20 Jahren noch gehalten, Digga. Weißt du, was ich meine? So in diesen Disney-Büchern mit Donald Duck und so, wie wir da dargestellt wurden, immer so als so Penner, offene Schuhe, unsere Zehen gucken raus, dicke Lippen, alle Zehen fallen aus. What?
Was sind das? Wer soll darüber lachen? Ja, ja. Wem möchten wir damit manipulieren? Wem möchten wir davon wem ein Bild von was geben? Mhm. Weil wenn ich als kleines Kind ein Bild sehe, wo Farbige so dargestellt sind und ich mir die 10 Jahre lang angucke, mhm. dann normal als ganz normales Kind in einer ganz normalen Familie denke ich, das ist normal, das ist ein Farbiger. So stelle ich mir vor, so ist er. Ja, aber ja. Nein, das ist es nicht. Mhm. Wir haben so viel falsch gemacht, wir haben so viel einfach schleifen lassen, wir haben so viel verkackt und jetzt ist halt so ein Zeitpunkt gekommen, jetzt müssen alle zusammenarbeiten, so. Ich weiß nicht, wie alt ihr alle seid, aber am 6. Juli, oder? Ja, mach das. 6. Juli, überall in Köln, Bayern, ich weiß nicht, ob in Bonn auch, aber in fast jeder Stadt, es gibt eine Demo und bitte, egal was ihr zu tun habt, wir haben Sonntag, kommt dahin, lasst uns richtig Lärm machen, lasst uns so laut sein, dass uns jeder hört. Mundschutz, Abstand, ja, ja. Das muss man nicht erwähnen, das weiß ja jeder. Aber ihr solltet, wenn ihr die Chance habt, passt auf euch auf, seid friedlich, geht dorthin, zeigt, dass ihr, Akani, was denn? Boah, ich liebe diesen Hund. Wenn ihr irgendwo in der Nähe von diesen deutschen Städten seid, dann versucht alles zu tun, dass ihr da hinkommen könnt. Das Wichtigste ist, seid friedlich. Mhm. Sonst wird das alles nur auf uns geschoben und es wird dann nicht ernst verrückt. Genommen. Weißt du, was ich meine? Terrorist, ja, richtig, genau. Und das können wir nicht gebrauchen. Lass uns das friedlich zu Ende bringen. Lass uns da aber zahlreich erscheinen. Das ist, was ich sagen will. Und wenn ihr nicht vor Ort sein könnt, dann macht Lärm im Internet. Auf jeden Fall. Zeigt diese Solidarität. Das ist wirklich real in Talk wichtig. Und eine Sache noch. Normalerweise schieße ich nicht sehr direkt, zumindest in Videocontent oder sowas. Da bin ich auf Twitter eher, so was das angeht. Ich habe heute einen Tweet retweetet von Tino Schruppanna. Der AfD-Bundessprecher hat geschrieben, die Ereignisse in den USA zeigen erneut, in welcher Sackgasse multikulturelle Einwanderungsländer enden. Gewalt. Ja. Für einen friedlichen Deutschland, deshalb AfD. Spaßvogel. Digga, also wo ich mir halt wirklich denke, Junge, lass uns bitte dafür sorgen, dass wir, ihr habt alle ein Wahlrecht. Auf jeden. Schenkt eure Stimme nicht irgendeiner Extrempartei. Schenkt eure Stimme mit Bedacht einer Partei, die sich für Gleichberechtigung einsetzt, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Und lasst uns bitte alle zusammen dafür sorgen, dass so etwas niemals wieder in unserem Land in irgendeiner Art Fall, und Weise, auf gar keinster Weise ein Stück weit alles. Einfluss auf unsere Politik nimmt. Nein. Wir sind schon viel zu weit geschritten in diesem ganzen Prozess wieder, als dass wir das jetzt nochmal zulassen können. Wir sollten an einem Strang ziehen. Jeden informieren, ey, wenn einem mal das N-Wort rausrutscht, vielleicht hat er keinen Bezugspunkt, vielleicht hat er keinen Orientierungspunkt. Das ist auch nicht auch, schlimm halt, ne? Ja, ey. Solange ihr danach nachdenkt, durch weiter. Ganz genau, denk weiter nach. Such dir deine Infos im Internet, jeder von uns kann das googeln, mach dir deine Gedanken nochmal darüber und dann kannst du entscheiden, willst du diesen Menschen nochmal so nennen? Ich glaub das nicht. Bro, ich glaube, wir haben echt stabilen Talk hinter uns. Ja. Mann, ich bin dir todesdankbar dafür, Real Talk. Ich hoffe, ich habe keinen Scheiß gelabert. Nein, Digga, wirklich. Das waren sehr, sehr wichtige und bewegende Worte, glaube ich. Und ich bin mir sicher, dass sehr viele Leute das auf jeden Fall mitgenommen hat. Ey. Und die sich da auf jeden Fall nochmal Gedanken zu machen. Gang. Digga, wirklich, vielen, vielen Dank dir. Wenn du was zum Abschied Big sagen. Shoutout natürlich, gerne. Ey, ihr habt euch das alles angehört. Wer nicht dabei sein konnte, sucht euch Leute, erzählt denen, was wir erzählt haben. Verbreitet das einfach. Informiert euch, sagt jedem, er soll sich informieren und was könnte ich noch sagen? Ah, mein Mixtape ist vor kurzem rausgekommen. Hört ja, alle, Bro. So Verwandte, check, die... Check den Ehrenmann aus. Hört euch mein letztes Mixtape an. Shoutout Lando auf Spotify. Danke, dass ich hier sein darf. Der Ehrenmann auf Instagram, Twitter und Co. Guter Content, guter Mensch. Diggi. Danke, dass ich da sein durfte, ja.